Hallo, liebe Life is Strange Freunde. Willkommen zurück bei Life is Strange. Ich nenne es Lebewohl, weil es ist ja nicht mehr Before the Storm, was wir hier spielen. Es ist ja die Vorgeschichte zu Before the Storm, die einfach und simpel gesagt von den Machern Lebewohl genannt worden ist. Und deswegen habe ich auch, ich hoffe, das hat euch gefallen, das Logo zu diesen Episoden geändert. Das heißt also, ihr seht dann auch, wenn ihr bei mir auf den Kanal geht, steht oben, ist das Life is Strange Logo, wie es eben halt bei Before the Storm war, aber darunter steht nicht mehr Before the Storm, sondern Lebe wohl. Ich dachte, es ist mal eine ganz schöne Sache, wenn man das dann auch entsprechend ändert, dass es passt. Die Episodennummer ist jetzt nicht mehr fortlaufend. Das heißt also, wir haben ja mit der Episode 20 das überhaupt? Ne, Episode 21 war es, ne? Haben wir ja Life is Strange Before the Storm geendet. Ich habe jetzt einfach die Episoden, die eben halt zum Thema aus der Episode Lebewohl stammen, die Folgen, die aus der Episode Lebewohl stammen, habe ich jetzt einfach mit 0 nummeriert. Weil das ja in dem Sinne ja der erste, also der Teil vor dem ersten Teil ist, also 0a, 0b, 0c wird das Ganze heißen, so dass ihr dann letztendlich auch seht, okay, so ist die Nummerierung und so ist der Gedanke, dass es eigentlich davor ist. Ich habe mir auch überlegt, dass in der Playlist, sobald alle Folgen online sind, ich auch diese Episoden ganz nach vorne tun werde, so dass jemand, der es frisch sieht, dann auch sozusagen direkt die eigentlich die Endepisode als erstes sieht. Ist jetzt so erstmal meine Entscheidung. Aber vielleicht ändere ich auch meine Meinung, wenn ich die Episode sehe, dass ich dann halb sage, so, ah nee, das ist so, oh, so blöd und oder so runterziehend oder was weiß ich. Ne? Nee, komm, vergiss es. Die hängen wir lieber dann doch lieber davor. Da hinten dran. Das dann sonst sieht, macht jeder nach der letzten Folge sozusagen von Lebewohl aus und guckt sich den Rest gar nicht erst an. Und mal ganz ehrlich, man müsste ja auch korrekterweise sich auch tatsächlich überlegen, ob man wirklich Life is Strange 1 dann auch nochmal spielt, dass auch diese Episoden fallen. So, aber ich habe noch ein paar andere Sachen, die ich euch erzählen möchte. Es ist ja jetzt quasi mal ruhig von den Umgebungsgeräuschen, also muss ich auch ein bisschen mehr noch erzählen. Also, für die Zukunft, damit ihr das schon mal wisst, die Folge hier, die ich ja gerade einspreche, erscheint ja am Donnerstag schon. Das heißt, es kommt ja nur noch Samstag eine Life is Strange Folge und danach sind wir ja schon wieder in der nächsten Woche. Ganz wichtig, die Folge, die dann am Dienstag erscheint, ganz gewohnt am Dienstag, wird aber nicht mehr online um 16 Uhr released, sondern um 19 Uhr. Hat folgenden Hintergrund, das habe ich mir überlegt, oder war ich schon längere Zeit drüber an überlegen, weil Division 2 hat ja eigentlich ein ab 18 Rating. Ich habe mir erlaubt, eben diese Altersfreigabe bei den Videos, was ich ja kann, ich habe sie nicht hinterlegt, damit im Prinzip jeder sie frei sehen kann und Eltern zu Hause entscheiden können, ne, ab wann letztendlich jeder das Video sehen darf. Weil ich finde, das ist einfach das Recht der Eltern und weniger mein Recht als Macher der Videos, dazu entscheiden, wer es sehen darf oder wer nicht. Nichtsdestotrotz finde ich, oder habe ich auch so ein bisschen so in meinem Bekanntenkreis schon mitbekommen, dass es doch der ein oder andere sieht, der eigentlich noch zu jung dafür ist. Und deswegen habe ich mich entschlossen, einfach den Ausstrahlzeitpunkt auf 19 Uhr zu versetzen. Das heißt, entweder muss derjenige es halt wirklich einen Tag später dann halt gucken, oder er muss eben halt wirklich dann um 19 Uhr dann die Folge erst gucken. Life is Strange hat natürlich keine ab 18 Freigabe, sondern es ist ja schon früher freigegeben. Aber da ja Life is Strange immer parallel zu Division läuft, muss natürlich Life is Strange demnach auch mit auf den 19 Uhr Platz wandern. Dann wird es dann das heißt jetzt, wo ich hier das schon einspreche, habt ihr das vielleicht auch schon bemerkt. Es gibt noch zwei weitere Änderungen. Und zwar gibt es seit gestern
immer um 20 Uhr ein neues Let's Play. Das kommt täglich, es sind aber nur Halbstundenfolgen, während ich bei Life is Strange weiterhin Dreiviertelstundenfolgen machen werde. Und zwar A Plague Tale Innocence heißt das Spiel. Ist ganz brandaktuell, habe ich einen Trailer von gesehen vom Release, habe ich mich direkt drin verliebt, habe gesagt, so, boah, nee, da will ich ein Let's Play von machen, das ist so geil. Auch wenn ich vielleicht spielerisch dabei ein bisschen ablose, aber wichtig ist erstmal für mich, dass ich das spiele, weil ich es persönlich geil finde und es ist was Aktuelles und ich will euch ja auch aktuelle Sachen auf meinem Kanal zeigen, nicht nur alte. Und das ist der erste Schritt in diese Richtung. A Plague Tale Innocence heißt das Ganze. Grafisch berauschendes Spiel, ist auch ein Adventure mit Actionanteilen, das heißt, vielleicht auch interessant für die Leute, die hier reingucken bei Life is Strange. Schöne kleine Geschichte, dreht sich in Frankreich um die Zeit der Pest. Die große Schwester, die zusammen mit dem kleinen Bruder sozusagen eben flüchtet vor den ja, Unwidrigkeiten, die dann zu dieser Zeit eben halb herrschen. War für mich beim Gucken des Trailers schon so ein bisschen so herzerreißend, so ein kleines Pipi in den Augen gekriegt sozusagen, wo ich dann gedacht habe, so, boah, das ist so emotionell. Ne? Und das ist halt genau das, sowas, da stehe ich drauf. Und deswegen, dann ab nächste Woche, also das heißt für euch, die das jetzt hier sehen, schon seit gestern dann als Let's Play, kommt heute also wieder um 20 Uhr, guckt rein. Dann zweites Let's Play, was neu ist, das ist eine Stunde vor dieser Episode, die ihr gerade seht, zum ersten Mal gelaufen. Walking Dead, ebenfalls ein getriggertes Adventure, also ähnlich von der Machart her, ähnlich wie Life is Strange, wo man halt entsprechende Entscheidungen treffen muss, die wieder einen Einfluss nehmen auf den Spielablauf. Jeder kennt die Fernsehserie Walking Dead, vielleicht auch den Comic, auf dem das Ganze basiert. Ist unheimlich schön gemacht. Ich habe den ersten Teil gespielt, der zweite Teil ist schon ewig raus, zugegebenermaßen. Habe nie Zeit gehabt, das zu spielen. Das gibt es bei mir jetzt auch als zweites Let's Play. Da ist jetzt gerade frisch der vierte Teil raus. Ja, das heißt also, ihr ahnt es schon, das heißt, wir werden Teil 2, Teil 3 und Teil 4 spielen. Hintereinander. Auch das täglich, immer in halbe Stunde häppchenweise. So, und eventuell dann ab nächste Woche dann noch ein drittes Let's Play. Das muss ich aber erstmal gucken, wie ich das zeitlich jetzt mit diesen zwei neuen Let's Plays unterbekomme. Ob da noch Platz ist für ein drittes. Das wäre das Spiel, das Strategiespiel Wargame. Hab persönlich noch gar nicht reingeguckt. Ist auch so ein Ding, was ich mir vor Ewigkeiten mal gekauft habe. Nie gespielt habe und das möchte ich jetzt einfach mal reinschauen. Kann auch sein, ich schaue rein, es gefällt mir nicht. Ne? Kann auch sein, dass ich während ich aufnehme und vielleicht sogar online stelle, ja, dass ich dann auf einmal sage, so, war nicht mein Ding, tut mir leid, Leute, kommt jetzt was anderes. Aber ich muss zugeben, ich habe so ein bisschen in meine Bibliothek geschaut, es gibt nicht so viele Spiele, die eben halb ich persönlich vor 19 Uhr laufen lassen möchte. Und ist ehrlich gesagt, war es schwierig, Spiele zu finden in meiner Spielsammlung, die nicht ab 18 sind. Ja, aber Wargames ist eins davon und deswegen dachte ich so, okay, das passt eigentlich ganz gut. Aber es gibt noch zwei, drei andere Sachen, die habe ich in der Pipeline, die habe ich noch Ideen, was man noch machen könnte als Let's Plays, die, falls Wargame nichts ist, spielerisch, die dann eben stattdessen kommen. Also keine Sorge, es wird auf jeden Fall ab jetzt regelmäßig auf jeden Fall eine Ausstrahlung halbe Stunde 18 Uhr kommen, eine Ausstrahlung halbe Stunde 19, dreiviertel Stunde 19 Uhr und eine Ausgabe halbe Stunde 20 Uhr. Und wie gesagt, wenn wir es irgendwie zeitlich hinkriegen, eine halbe Stunde dann noch um 17 Uhr. Und falls es irgendwann noch ja, Neuigkeiten zu Planet Coaster gibt, das spiele ich auch noch, aber das immer abends, also die Aufnahmen mache ich immer morgens, im Vormittag. Und die Planet Coaster spiele ich dann abends immer noch mal so ein Stündchen, also keine große Sache. Dann gibt es dann solche Neuerungen dann um 16 Uhr. Also Planet Coaster bekommt den 16 Uhr Termin, den jetzt momentan eben halb Division und Life is Strange haben.
Aber auch das wird, denke ich mal, erst nächste Woche dann passieren, dass da Neuigkeiten kommen. Gut, so. Und zwar wird das, das kann ich aber schon verraten, was da kommen wird. Ein Dreiteiler, es wird die Parktour von meinem Park Fantasyland sein. Es werden drei Folgen sein, in Deutsch und in Englisch zur Selektion. Das wird es dann geben. So, jetzt habe ich 10 Minuten lang verschwendet mit Quatschen von Sachen, die auf meinem Kanal sich tun, aber das muss einfach auch mal sein. Ich habe ja schon bei den letzten zwei Folgen gesagt, so, da wird sich was ändern, weiß noch nicht was. Ich habe inzwischen den Beschluss gefasst. Eigentlich zu spät, wäre schöner gewesen, hätte ich in der letzten Folge schon sagen können, was sich ändert. Dann hättet ihr das alle schon gewusst. Das gleiche ist bei Division auch. Division-Folgen auch alle schon aufgenommen für die nächste Woche eigentlich. Das heißt, diese Woche ist ja eigentlich schon alles aufgenommen. Und auch von daher, die Zeitänderung passiert schon, obwohl eigentlich ja, die Aufnahmen kein Hinweis daran folgt. Weil die alle schon aufgenommen waren vor der Zeitänderung, bevor das überhaupt die Ideen standen dazu. Gut, jetzt habe ich aber wirklich genug gequatscht. Oder soll ich die Viertelstunde noch voll quatschen? Nein, ich mach's nicht. So. Dann wären wir ja auch bei Life is Strange eine Dreiviertelstunde. Okay, es ist ja jetzt auch nur noch eine halbe Stunde wahrscheinlich. Aber okay, so ist es nun mal. Also, hier ist ja jede Menge, was wir uns angucken können. Ich frage mich gerade, ob wir uns erstmal in diesem im Raum angucken oder ob wir direkt hier erstmal... Wir fangen mit dem Sammelsurium an. Also. It's good to see you. Es ist gut, dich zu sehen, alter Freund. Ja, ist natürlich schade, dass man sowas dann in so eine Zeitkapsel dann macht. Ich habe tatsächlich, als ich das gesehen habe in der zweiten Episode, zweiten Folge, habe ich echt überlegt, so, ah, musst du eigentlich auch mal selber mit deinen Kindern machen. Ich muss mir gerade mal die Nase holen. Das ist eigentlich so eine super coole Sache, so jetzt Sachen zu vergraben, die man sich dann in 10 Jahren nochmal rausholt, um sich das anzusehen und einfach zu sehen, was ist passiert natürlich in 2 Jahren. Have I looked at everything that I want to? So. It actually might be really fun to write letters. Es könnte tatsächlich lustig werden, Chloe nach meinem Umzug Briefe zu schreiben. Liebe Maxine, hallo aus dem Jahr. Ach, das hat man ja alles. Na, ob das so lustig ist, sie hat ja noch nicht... Ist einmal pro Woche schreiben zu viel? Werden mir die Dinge ausgehen, über die ich reden kann? Na, wir wissen ja, dass sie es ja nicht besonders lang ausgehalten hat mit dem Schreiben. Ne? Sie hat ja sehr schnell Chloe K. keine Antworten mehr geschrieben. Leider. Aber das sind die beiden Briefe, die wir eigentlich in der letzten Folge schon gesehen haben. Ne? Sachen aufzunehmen hat in der dritten Klasse so viel Spaß gemacht. Das habe ich als Kind auch gemacht. Inzwischen gibt es ja gar keine Kassetten mehr. Ne? Also so zum Aufnehmen, glaube ich. Weiß ich gar nicht, dass man die noch kaufen kann. Habe ich als Kind gemacht. Ich habe dann eigene Hörspiele gemacht. Eigene Stories erfunden. Also war ich immer sehr stolz drauf. Die gibt es heute sogar noch. Also nicht die Hörspiele leider nicht mehr, aber die Story. Die meisten davon liegen völlig falsch. Es ist so schwer, die Zukunft vorauszusagen. Vielleicht ist es besser, man genießt die Gegenwart. Ja, das stimmt wohl. Das Spiel ist wieder so laut in meinen Ohren. Ich habe immer dann Angst, ich bin eventuell zu leise. Vorhersagen für die Zukunft von Chloe und Maxine. Wir hängen immer noch miteinander rum, mehr als mit irgendwem anders. Das ist ja zugetroffen. Ne? Wir sind beide mittelmäßig beliebt. Da kann man das noch nicht beurteilen. Ne? Wir sind beide mit unserem zweiten Freund zusammen. Das ist ja quasi gar nicht stattgefunden aus bekannten Gründen. Wir treffen keine Entscheidung, ohne die andere zu Rate zu ziehen. Oder entsprechend Schädel unserer Feinde. Das ist, denke ich mal, auch nicht so. Wir haben beide ein Haustier. Nicht mehr, muss man ja sagen, an der Stelle. Chloe hatte ja eins. Chloe hat die Antarktis bereist. Max hätte mitkommen können, wenn sie gewollt hätte. Ist auch nicht stattgefunden. Eine von uns hat eine kleine Schwester oder einen kleinen Bruder. Ist auch nicht passiert. Wir sind gut in der Schule. Das wissen wir ja eigentlich von Max gar nicht, ob sie gut in der Schule ist. Ne? Also wir wissen nur, dass Chloe bis zu dem Zeitpunkt, wo ihr Vater starb, gut in der Schule war. Bei Max wissen wir es gar nicht.
Ich meine, sie hat ja das Stipendium dann im ersten Teil bekommen, wieder für die Schule hier. Spoiler vielleicht gerade. Fürs Fotografieren. Und ich denke mal, dafür ist auch natürlich die Voraussetzung, dass die restlichen Noten ganz gut sind. Also gehe ich mal davon aus, dass Max auch ganz gut in der Schule ist. So, was gibt's noch? Die sind so toll. Chloe ist immer gut darin, sich coole Sachen auszudenken. Switch Pedals from Wheels to Blades. Aha, das ist so ein Umschalter, damit der Antrieb quasi entweder auf die Räder oder auf den Propeller geht. World's Most Comfortable Seat. Ist euch das nicht auch schon aufgefallen? Ja, es gibt so viele Sachen, die bequem sind, aber irgendwie kriegt man es ja anscheinend nicht hin, einen vernünftig bequemen Sattel zu konstruieren, ne? Oder? Das ist doch mal ein Ding, was mal einer machen muss. Also Spins Place. Okay, das dachte ich schon. The Shopper. Flaming Fingers. Flint Steel. Okay. Flammende Finger. Feuerstein. Stahl. Okay. However. Ray of Sunshine. Sunlight enters here. Mirror and Lenses strengthen sunlight. Also quasi da oben mit dem Sonnenlicht eingefangen, wird dann umgeleitet nach vorne und dann hat man einen Laserbeam, der vorne rauskommt. Ja, und halb durch die Sonne, dann halb durch die Linsen wird der Sonnenstrahl so hoch potenziert, dass vorne dann ein gefährlicher Laserstrahl rausschießt. Warum nicht? Ist wahrscheinlich nicht unmöglich, sowas zu bauen. Das wäre, glaube ich, einfach nur zu groß. Comic-Bild. Wir kriegen das nicht rein. Das ist mal gleich von der anderen Seite. Der Behälter sieht aus, als könnte er 100 Jahre überstehen. Ja, das war auch wahrscheinlich Sinn der Sache. Da ist die Schneekugel schon wieder. Die schütteln wir natürlich. Ich gucke gerade die ganze Zeit links auf den Bildschirm. Wird gerade die Samstagsfolge hochgeladen, die leider fast 2 Stunden jetzt schon zu spät ist, weil meine Videosoftware, meine Render-Software wieder ein bisschen bockig war und nicht auf meine Festplatte speichern wollte, sondern immer wieder kurz vorm Ende dann abbrach. Und der kommt nicht zum Schluss beim Hochladen. Also ist beim Berechnen des Videos, also beim Umrechnen von der Auflösung her, kommt da nicht zum Ende. Das macht mir wieder in Sorgen. Ich hatte das letztens schon mal. Dann muss ich das Video dann irgendwann abbrechen und nochmal hochladen. Ich hoffe, das passiert nicht schon wieder. Hey, Kleiner. Ist dir da drin nicht kalt? Oh, und mich nur unter Pullover nehmen und dann mal ganz ordentlich kuscheln und ganz ordentlich Dinge machen und dass er warm ist. So. Ja, es geht noch. Danke. Falls irgendjemand fragt irgendwie, ja, das geht noch. So. Lupine, wir haben jede Ausgabe von Anfang bis Ende gelesen. Ach, das ist eine Zeitung, Lupine Magazin. Stories for Children from Around the World. Also Geschichten von Kindern rund um die Erde. Okay. Also den Comic. Keep messing up my picture. There are no mistakes. Kriegen wir den Comic. Kriegen wir irgendwo den Comic vernünftig hin? Er ist nicht anzuvisieren. Ich glaube, jetzt habe ich ihn. Heilige Scheiße, das ist das Ende von dem Comic in Chloes Zimmer. Das ist ja eklig. Maybe you should come down and power off flight this dude's face off with me. Na, hat sie mit den strahlenden Flammen des Raketenrucksacks quasi das Gesicht des Diebes einfach mal verbrannt. Tja. Na, pack dich. I guess I should try talking to Chloe again about my news. Mangas sind ein Bereich, in dem Chloe mehr Nerd ist als ich. Da sind noch Zeichnungen. Wir veranstalten hier immer so viel mehr Chaos als bei mir zu Hause. Wahrscheinlich einfach, weil es mehr erlaubt ist. Ich liebe es, wie Polaroid-Kameras alle Fotos etwas nostalgisch aussehen lassen. Ich und Daddy. Herzchen.
Ja, stimmt, ne? Dass die Farben halt mit der Zeit halt verschwinden. Was ist das denn für ein Manga? Da steht nur Manga und Get Down! Get Down! Get Down! That was a Das war eine good gute Woche. Ich week. I habe used jede every nur mögliche Ausrede possible excuse benutzt, to be here for um zu breakfast. Frühstück hier zu sein. Good luck, Newbie. We're so proud of your promotion. You get a week of two Waits Waffles in your own house. Your loving wifey. Wir sind so stolz wegen deiner Beförderung. Du bekommst eine Woche lang zwei Waits Waffeln zu Hause. Noch ein Foto. Neben Chloe sehe ich immer besonders kurz geraten aus. Ja, die ist schon ein gutes Stück größer, das stimmt schon. Ich glaube, das ist auch im ersten Teil, ne? Das ist auch deutlich kleiner. Das hier. This is Das ist probably the vermutlich das last Letzte, thing was Chloes Chloe's Mutter mom nach wants einer to see Schicht im after Winter her shift sehen at will. the diner. Ja, räumen wir es mal auf. Komm. Die ist ja eh beschäftigt. Much better. Ja, jemand ist ein guter Mensch, das stimmt. So, Telefon. I wonder Ob if das die Nachricht that's ist, the die Chloes voicemail Mutter meinte? Chloe's mom was talking about. She did say Sie she sagte ja, sie will didn't nicht, want dass Chloe Chloe to sie hear it, hört. Aber wenn Chloe but Ärger if im Chloe's Blackwell in hat, trouble at dann ist das Blackwell, vielleicht meine einzige Chance, this sie might dazu be my zu only chance to get her to bringen, talk about darüber it. zu reden. Es klang ja eher wie eine Nachricht von der Mutter, von demjenigen, glaube ich, den sie verprügelt hat. Nee, doch. Doch, so war es, ne? Ich habe so das dumme Gefühl, dass das nichts Positives ist. Da wird ja sowas sein, so von wegen, ihr könnt euch ja noch nicht mal die Schule leisten. Ich sorge dafür, dass ihr von der Schule fliegt. Sowas in der Art. Nee, ich glaube, das sollte sie besser wirklich nicht hören. Chloe's Chloes grandparents live in Großeltern leben Idaho jetzt now. in Idaho. I Verglichen damit guess ist Seattle gar compared to nicht so weit them, weg. Seattle's not so far. Ja, ich habe es vergessen. Ich wollte ja mal nachgucken, ob man es irgendwo, ob es We Acadia Bay used to gibt. make Wir haben great mal pirate grandiose scars. Piratenschwerter abgegeben. Na, und dass man etwa die Entfernung einschätzen kann. Das hätte mich echt Goodbye, interessiert. Elise. Leb wohl, Soon you Vase. won't Bald have to musst du dich worry nicht about mehr me sorgen, dass knocking ich you dich over. umstoße. Sorry, ich muss gerade mal einen Schluck echt deutschen Saft trinken. Heute haben wir Granini-Saft. Alles ist lecker, muss man einfach mal so sagen, ne? Kleine Werbeeinblendung. Granini ist lecker. Und schon wieder nichts verdient. Obwohl ich mich so bemühe. Ach ja, vielleicht singe ich nicht gut genug, vielleicht liegt es daran. Ich weiß es nicht. You sure Du warst echt weren't schwer zu troublesome to finden. find. Das Buch. That's so Es cool ist that so cool, Chloe's dass mom Chloes is Mutter thinking darüber about this. nachdenkt. Sailing by the Wind: Stories about women changing careers in midlife. Naja, also Geschichten über Frauen, die ihren beruflichen Werdegang ändern, inmitten ihren Lebens. Also das ist so der Bereich ab 40, 50. Ne? So wie ich bin. Habe ich ja auch gemacht. Ich habe ja gesehen, was ich davon gehabt habe. Goodbye, Job. Chloe and I Auf spilled that wine Wiedersehen. months ago, Chloe und ich haben den Wein vor Monaten verschüttet. Doch still ich feel fühle mich bad about deswegen it. immer noch schlecht. Couch. Kann ich mir anscheinend nicht ansehen, oder? Wir kommen doch vorbei. This used Das to war be das the rainy Bratenschiff day für crash. verregnete Tage. Chloe and I have been Chloe und ich friends sind for schon so long. so lange Freunde.
Vielleicht mache ich mir zu viele Gedanken, dass der Umzug etwas verändert. Ja, eigentlich muss man ja sagen, ne? Man nimmt es sich ja immer vor, dass es nichts verändert, aber man muss da realistisch sein. Es ist eigentlich immer so, dass gerade wenn Leute sich nicht mehr regelmäßig sehen, dass ganz schnell dann auch der Kontakt zusammenbricht. Ne? Das ist ja leider so. Halloween 2001. Halloween 2002. Oh, schönes Foto. Vor allem die Größe, der Unterschied. Nur wahrscheinlich fotografiert wegen den Zöpfen. Das kenne ich. Hey, was, wenn mein Umzug durch Seattle Chloe endlich dazu bringt, ein MMO zu auszuprobieren? Ja, wahrscheinlich doch eher nicht. So. Haben wir noch was an der anderen Wand? Da habe ich nicht hingeguckt. Ich wette, da sind einige niedliche Fotos drin. Die schauen wir uns natürlich an. Ob ich diese Fotos jetzt mit Chloe nachstellen kann? Das wäre lustig, ne? Dann bräuchte man aber erstmal eine Kappe, die doch zu groß ist. Sieht aus, als gehe Chloe viel verantwortungsbewusster mit ihrem Taschengeld um als ich. Aha, Alone's Safe Spend. Aha. 60% wird gespart, 40% wird ausgegeben. Ja, das ist eine gute Idee. Ein guter Plan. Boah, ich bin schon wieder am Gehen. Boah, ich gebe zu, ich habe letzte Nacht 3 Stunden Schlaf gehabt oder 4. Andor, ich hasse dich. So. Genug Psycho-Einlage für heute. Chloe sieht so zufrieden aus, wenn sie zeichnet. Sehe ich so aus, wenn ich Fotos schieße? Wahrscheinlich nicht, denn Fotos schießen geht ja so tschack und fertig. Das Video ist immer noch nicht fertig. Ich mache mir jetzt langsam schon wieder Sorgen. Foto, natürlich. Diesmal Chloe alleine. Letztes Mal hatten wir ja posiert zusammen und diesmal alleine. Das sieht so perfekt aus. I can see what you're doing. Just beweg dich nicht. Don't move. The artist at work. Or trying die Künstlerin bei der Arbeit oder bei dem Versuch zu arbeiten. Wieder hier sozusagen. Ah, wir sind von oben runter. Ah. So, jetzt müssen wir noch mal versuchen zu reden. Hey, Hippie. Hey, Hippie. Wie steht's mit dem Meisterwerk? Ich arbeite am letzten Teil. Wie steht's mit dir? Fertig mit der Zeitkapsel? Ja, sind wir. Ja, ich denke so. Perfekt, denn ich bin jetzt fertig. Sieh dir das an. Das ist so albern. Geez, this jawbreaker is going to last forever. Ja, also diese Süßigkeitenkugel, ne? Jawbreaker, also das ist ja so ein Kieferbrecher. Ich glaube, die gibt es auch inzwischen hier. Ich habe die auch mal gesehen. Wird wohl für ewig dauern. Lutschen ja noch immer drum. Aber er lag ja auch in der Schublade und wurde ja nicht mal dran rumgelutscht. Also in dem Sinne, ne, vielleicht wäre er ja schon fertig. Diese Wunderkugel wird ewig halten. Genau wie unsere Freundschaft. Oh, Chloe. Du hast mich echt die ganze Zeit gezeichnet. Wow, wow, wow. Wirklichkeitsalarm. Reiß dich zusammen, Max. Ich schätze, jetzt ist meine Gelegenheit, Chloe zu sagen, dass ich wegziehe. Die werden vielleicht nicht mehr allein sein, sobald ihre Eltern zurück sind. Hey, bist du bereit für etwas anderes? Ich habe einen tollen Plan für den Nachmittag. Mist. Ich will den Rest des Tages nicht ruinieren. Du bleibst zum Abendessen, richtig? Will Chloe überhaupt, dass ich es ihr sage? Oben hat sie nicht so gewirkt, als wollte sie sich über etwas Ernstes unterhalten. Oh je. Max? Es ist nur Seattle. Ich mache mir vermutlich zu viel Stress deswegen, richtig?
Right? Wir sagen es ihr nochmal. Versuch Nummer 2. Chloe. Max. Max. Ich will dir etwas sagen. Something. Okay. Okay. Meine Familie zieht nach Seattle. Und zwar schon sehr bald. Really? Soon. Hey. In 3 days, right? In 3 Tagen, richtig? What? Was? Du wusstest davon? Our parents, who talk Unsere Eltern unterhalten sich, weißt du? Aber sie haben gesagt, ich sollte diejenige sein, die es dir sagt. Sie haben es trotzdem meinen Eltern gesagt. Mama und Papa wollten es für sich behalten, aber sie sind schlecht darin, etwas zu verheimlichen. Guck nicht so besorgt, Max. Es ist okay. Komm schon, Oberdussel. Es ist nicht das Ende der Welt. Jetzt sind es auf einmal 3 Tage. Hatte sie nicht oben gesagt, dass es heute noch wäre? Okay. Gut, das ist jedenfalls die aktuelle Information. Vielleicht habe ich es ja auch falsch verstanden. Aber warum hast du so getan? Ich hätte es dir eher sagen sollen. Okay, die zweite Folge für Dienstag ist gerade fertig geworden. An die für... Heute rechnet er noch immer rum. Ich hasse das. Ich hätte es dir eher sagen sollen. Schwierig. 3 Tage ist tatsächlich ein bisschen kurz, ne? Ich hätte es ihr eher sagen sollen, ja. I should have just told you earlier. Gott, ich komme mir so dumm vor. God, I feel so stupid. Max. Max, ich habe gesagt, es ist okay. Ich habe versucht, es dir heute Morgen zu sagen, aber ich habe dich mit der Piratenkassette total abgelenkt. Ernsthaft? Ich wollte, dass wir den ganzen Tag rumhängen. Außerdem weiß ich, dass du diese Art Unterhaltung hast, also habe ich es einfach gelassen. Verstehst du? Komm schon. Ich will jede Minute, die wir zusammen haben, mit etwas Lustigem verbringen. Machen wir Sorgen, wir besuchen einander. Wir bleiben in Verbindung, okay? Und besuchen uns. Und vielleicht ziehen wir wieder zurück. Wer weiß. Entspann dich. Wir können zusammen auf der Uni gehen. Alles wird gut werden. Denk dran, wir sind Max und Chloe. Wir sind immer zusammen. Auch wenn wir es nicht sind. Das stimmt. Cool. Suchen wir uns eine lustige Beschäftigung. Nein. War das echt zum gleichen Zeitpunkt? Ich dachte, es wäre erst später gewesen. Oh mein Gott, das ist übel. Oh fuck. Deswegen ist sie natürlich auch so sauer auf Max. Dann hat sie ja wirklich in dem Moment aus ihrer Sicht ja vollkommen im Stich gelassen, als sie sie am dringendsten brauchte. Not a fox found in your play.
kommen natürlich immer Erinnerungen hoch, ne? Auch für mich, na, das ist schon so lange her, aber sie kommen trotzdem. William H. Price. Da gab es natürlich keine große Verabschiedung, ne? Nein, das ist so scheiße, doch nicht im Ernst, oder? Die sind an dem Tag, wo die Beerdigung war, abgereist. Boah, das hätte man doch sicher anders machen können. Boah, wie scheiße ist das denn? Mann, ey. Das Schlimmste ist wirklich, die ist alleine am Grab stehen. Keiner weiß so recht, was er mit dir machen soll in so einer Situation. Keiner. Aufsparen, oder? Also, ich kann die Wut jetzt sehr gut verstehen. Das ist ja wirklich, aber ich meine, da kann natürlich Max nichts für. Ja, aber es ist natürlich echt übel von den Eltern. Hey Chloe, Max hier. Ich schätze, ich wollte dir noch eine Nachricht hinterlassen, bevor ich gehe. Weil ich weiß, dass dies der absolut schlimmste Zeitpunkt ist, zu verschwinden. Das kann man laut sagen. Ich dachte vielleicht, wenn du meine Stimme hörst, ist es ein wenig, als sei ich dort. Ich weiß nicht. Vielleicht war es eine dumme Idee. Ich würde alles dafür geben, jetzt bei dir zu sein. Es ist so schwer auszudrücken, was ich denke, wenn ich dich nur sehen könnte. Aber wir werden uns gut schlagen. Großartig sogar. Wir werden die ganze Zeit schreiben und telefonieren. Und dann komme ich dich besuchen. Und es wird sein, als wäre ich nie gegangen. Das meine ich ernst. Du musst dir keine Gedanken machen, dass sich irgendwas ändert. Du musst dich mit so viel anderen befassen. Du hast nichts davon verdient. Chloe, hör zu. Auch wenn ich nie... Auch wenn wir endgültig wegziehen. Wir sind immer zusammen, okay? Auch wenn wir weit voneinander entfernt sind, wir sind immer noch Max und Chloe. Ich werde dich immer, immer lieben. Tja. Lebe wohl. Heftig. Und genau das ist das, was man eigentlich braucht. Ist nur ein Umarm. Das war kurz. Also ich habe jetzt fest damit gerechnet, dass wir bis nächste Woche noch spielen. Also ich habe ehrlich damit gerechnet, dass jetzt so ein bisschen noch was passiert. Und dass sie halt wegzieht und dann eben halt die gezeigt wird, wie die beiden sich halt auseinanderleben, wie das mit dem Vater passiert, wie sie sich auseinanderleben und so weiter. Hab nicht damit gerechnet, dass sie das alles jetzt so kurz zusammenpacken. Das ist jetzt nicht nur wegen dem Schnupfen.
Oh, scheiße. Tja. Tempos. Mir fehlen jetzt so ein bisschen die Worte. Also ich kann, das macht natürlich die Wut auf Max, also mehr als nur verständlich. Ne? Also das war jetzt wirklich so ein brutales Ende dafür, aber jeder, egal welches Alter ihr da draußen gerade habt, ihr kennt das selber. Also wenn die Eltern nun mal in so einer Situation sind und man zieht weg, und die Eltern haben in dem Moment kein Verständnis, weil ich natürlich schlecht finde als Eltern, muss man einfach so sagen. Dann muss man als Kind nun mal dem folgen. Aber was natürlich übel ist, natürlich, wenn sie wirklich aus dieser Situation sich ja getrennt haben, dass dann Max nach doch relativ Anführungsstriche kurzer Zeit den Kontakt dann abgebrochen hat. Ne? Weil der Abbruch kam ja von Max. Tja. Ja, immer einen Weg, sich noch irgendwie zu sehen. Ne? Also es gibt ja immer Möglichkeiten. Ne? Also das... Aber wie gesagt, ich weiß auch nicht, ob es Acadia Bay überhaupt wirklich gibt. Weiß ich nicht. Seattle gibt es ja. Ich weiß nicht, wie die beiden Städte da auseinander liegen. Aber Reisen ist ja im Gegensatz zu uns Deutschen ist das ja nicht so normal, Anführungsstriche. Ne? Dass Verwandte weit entfernt wohnen. Also weiter jetzt als 100 Kilometer, das ist nicht die Regel, aber das ist ja doch in Amerika sehr oft so, dass man wegen dem Beruf größere Strecken umziehen muss. Von daher schwer nachzuvollziehen, warum dieser Kontakt, gerade bei diesen Umständen. Aber ich denke, ne, da liegt natürlich auch irgendwo die Schuld dann zu schwer in der Beziehung. Aber das darf trotzdem nicht passieren. Ja, Leute. Früher als geahnt, weil ich hatte mich jetzt wirklich, wirklich darauf eingestellt, ja, dass ich jetzt noch eine Folge aufnehmen muss. Also früher als geahnt ist hier das Ende von Life is Strange. Before the Storm. Oder wie ich jetzt die letzten drei Folgen genannt habe, Life is Strange, lebe wohl. Jetzt muss ich ganz schnell drüber nachdenken, was bei der Schale, das ist so unvorbereitet gerade. Was wollte ich nach Life is Strange machen? Gott, das ist jetzt. Mein Gehirn ist ja alles andere jetzt gerade, aber jetzt versucht gerade die Eindrücke zu verarbeiten, aber jetzt gerade daran zu denken, was ich jetzt noch aufnehmen wollte, was ihr dann am Samstag seht, ja, habe ich jetzt gerade gar nicht auf dem Radar, habe ich überhaupt nicht vorbereitet. Das ist jetzt ein bisschen blöd. Okay, also, ich überlege gerade, also ich habe auch da wieder einen Trailer gesehen von einem Spiel, was auch mir sehr gut gefiel. Ich bin ja ein ganz großer Fan den ganzen, also ich finde Steampunk ganz toll, also jeder, der es weiß, der weiß ja, dass ich jetzt gerade an Steampunk zurzeit arbeite und gibt halt zurzeit ein Spiel, was halt in diesem Szenario so ein bisschen spielt. Das ist aber leider nur bei Epic eben halb unter Vertrag ist, und da muss ich mal gucken, wie ich, weil ich habe kein Konto bei, ich bin halt kein Fortnite-Spieler, deswegen habe ich da kein Konto. Ja, meine Tochter hat ein Konto, kommt aus dem Hintergrund, genau. Also wahrscheinlich werde ich das dann über ihr Konto dann kaufen. Auf jeden Fall. Machen wir es mal andersrum. Sonst machen wir es ja immer, du kaufst dir Sachen über mein Konto. So haben wir es für, ich meine, sie hat inzwischen nichts. Ja, eben. Ja, ich bezahle es dann. So wie es ist. So, jetzt geht es ja wieder ein bisschen besser. Also das wollte ich jetzt spielen. Das gibt's dann ab Samstag zu sehen.
Das ist auch ein Game, das ist ab 18. Passt herrlich zu Division. Und wie gesagt, ist auch so ein bisschen Action-Adventure, ist kein Shooter, ist halt wirklich Adventure mit Action-Anteilen drin. Und von daher, ich denke, das passt hier auch ganz gut als Ersatz zu Life is Strange. Und im Hinterkopf, vielleicht in einer der nächsten Wochen, vielleicht auch nochmal Life is Strange 1. Ja, als Ergänzung zu diesem Let's Play. Ich hab's nicht ad acta gelegt. Irgendwo denke ich so, du hast es schon mal gespielt, du weißt eigentlich, aber es ist doch so viel vergessen und das ist gerade so schön, man hat so frisch die Erinnerung an diesem Spiel und alles. Ne, man versteht jetzt vielleicht das erste Spiel jetzt auch viel besser aufgrund der Story, die man jetzt hier gelernt hat. Und von daher ist es wirklich so ein bisschen so die Hintergrundgedanke, so vielleicht jetzt wirklich nochmal Life is Strange zu spielen. Aber ich muss erstmal Zeit dafür haben. Also von daher jetzt momentan nicht. Ich hoffe, ich sehe euch dann wieder übermorgen. Ich glaube, Before the Sun ist es oder Up to the Sun. Ich weiß es jetzt nicht. Also Entschuldigung, das trifft mich jetzt wirklich total unbevorbereitet. Schaut rein. Es wird dann jetzt einmal ausnahmsweise dann auch um 16 Uhr nochmal laufen sozusagen. Und dann ab nächste Woche Montag, wie gesagt, neuer Platz. Alle Folgen Division 2 Multiplayer und eben halt Before the Sun, glaube ich, heißt es. 19 Uhr. Ich danke euch für eure Treue, ich danke euch fürs Zusehen. Ich hoffe, ich nehme ein paar Leute jetzt mit zu einem neuen Spiel. Würde mich echt freuen, wenn ihr irgendwo wieder reinschaut. Würde mir viel bedeuten, ist wirklich so. Gerade in der momentanen Situation, so von heute auf morgen arbeitslos geworden zu sein, ist man froh, wenn man so ein bisschen positive Beschäftigung hier hat. Von daher, mir fehlen jetzt gerade ein bisschen die Worte. Ich brauche hier eigentlich nicht mehr viel zu brücken, soll ich einfach nur ein bisschen rumbladen, nur damit das Outro dann jetzt hier zu Ende ist. Weil ich habe ja jetzt eh schon die Urheberrechtsverletzung bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag wieder. Also ich glaube, ganz ehrlich, ich glaube, ich werde jetzt bei allen anderen Spielen immer die Musik ausschalten. Das ist so lästig. Und wenn man mal echt sieht, dass das andere YouTuber ja wirklich Geld verdienen damit, tue ich ja nicht. Und die müssen dann ihre Einnahmen dann abgeben, teilweise oder ganz, nur weil die Musik da drin ist, die sie ja noch nicht mal für können, dass sie da drin ist. Also da muss dringend eine andere Regelung her. Muss man einfach so sagen. Also das kann nicht so richtig sein. Ist auch dieses Gesetz auch nicht wirklich zu Ende gedacht. Naja. Das war jetzt Lumpen. Ja. Da kann ich doch nicht für, dass du dich bei mir ansteckst. Dann bleib doch vor mir fern. Wer ist dann immer dran? Umarm mich. Vielleicht machen wir ja auch mal ein Let's Play zusammen. Irgendwie Lego Hobbit zum Beispiel oder sowas. Nochmal. Ja, oder was anderes. War aber irgendwie ein Samstag-Sonntag-Special oder sowas. Oh, da war aber ein plötzliches Ende für die Musik. Aber echt jetzt. Zack, Musik zu Ende. Was war das denn? Hat das geschnitten? Hat das irgendeiner gemacht, der sich gedacht hat, so, oh, guck, ich kann bis zum Ende. Es gibt hier keine Entscheidungstabelle. Kann das sein? Kann das sein? Ich guck mal rein. Das sieht wirklich so aus. Das finde ich aber blöd. Erwacht. Schöne neue Welt. Die Hölle ist leer. Nein, gibt's nicht. Schade. Ah, jetzt ist wieder die Musik so laut. Also, ich schreie jetzt mal dagegen. Wir sehen uns am Samstag. Macht es gut. Wenn ihr Lust habt, gleich kommt eben, wie gesagt, A Plague Tale Innocence. Ja. Und morgen dann, falls ihr die Folge heute verpasst habt, ihr könnt sie bei YouTube ja nochmal nachschauen. Um 18 Uhr The Walking Dead
Nee, jetzt nicht hier nach, weil jetzt die Folge ist ja noch um 16 Uhr. Ich darf nicht vorbei. Ich komme durcheinander. Also um 18 Uhr, jetzt hier nach, quasi um 18 Uhr. Die erste Folge, so muss ich sagen, ist von The Walking Dead Season 2. Und dann mit kurzem Break dazwischen wieder um 20 Uhr A Plague Tale Innocence. Hier auf diesem Kanal. Stay tuned. Macht's gut. Bleibt gesund. Tschüss.